Das tut schon weh, das brennt. Das Atmen fällt auch mittlerweile ein bisschen schwerer. Viele junge Menschen, auch in der Region, sind nach dem Essen eines Hot Chips bereits ins Krankenhaus gekommen. Ein Verbot wird derzeit diskutiert. Ich probiere heute dennoch einen Hot Chip, aber unter ärztlicher Aufsicht von Herrn Dr. Bunk. Ich bin in einem sicheren Umfeld, fühle mich wohl und mach's freiwillig. Bitte nicht nachmachen. Auch noch einen Genau, Handschuh. nichts für die Augen. Dann ziehe ich den Handschuh am besten an, auch wenn ich das dann mache. Ja. Ja, aber der Handschuh ist auch klein. Perfekt für so Jugendliche, die das machen. So. Oh Gott, das ist ja richtig dunkel. Jetzt muss man das kauen, essen, beißen. Hier drin steht schon dein letzter Wunsch. Also, wir hatten auch gerade darüber geredet. 10 Euro für so einen Chip, das ist schon recht viel, aber wenn man auch mal sieht, wie der so aussieht, sehr dunkel und schon aus der Ferne hat man einen sehr strengen Geruch. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben. Es ist schon ein mulmiges Gefühl, weil man auch weiß, wie scharf das ist. Das 5000-fache von einer normalen Pepperoni ist schon einiges. Ich bin zwar scharf essen gewohnt, aber so scharf auf jeden Fall noch nicht. Es riecht wirklich streng, wenn man dran ist. Von der Konsistenz her wie ein normaler Tortilla-Chip, aber man merkt die Schärfe, die ist direkt da. Die ist direkt da. Okay. Also sonst ist das oftmals ein Nachgeschmack, aber erst die Zunge, jetzt schon der Gaumen. Man hört vielleicht an der Stimme, es wird schwieriger zu sprechen. Ja. Also der Rachen, der ganze Mundraum, vor allen Dingen die Zungenspitze, das tut schon weh, das brennt. Ich merke auch, wie meine Augen langsam zu tränen beginnen. Ein Geschmack ist gar nicht mehr auszumachen. Also dieser strenge Geruch, den schmeckt man fast gar nicht mehr, weil es einfach nur scharf ist. Aber vor allen Dingen ist es die Zunge und der hintere Gaumen, die wehtun. Das Atmen fällt auch mittlerweile ein bisschen schwerer. Und die Schärfe bleibt konsistent. Die Schärfe bleibt im Mund, geht die Richtung Speise, Richtung Magen, brennt es da auch oder ist es lokal im Mundbereich? Es fällt sehr schwer zu sprechen. Ja. Also im Magen ist es noch nicht, aber man merkt, wie es so langsam auch in die Speiseröhre kommt. Handschuhe will ich alles ziehen. Ich habe auch nicht den ganzen Chip gegessen. Also ich habe Dreiviertel. drei Viertel des Chips gegessen. In die Augen. Die Augen tränen, sieht man es ein bisschen. Merken Sie den Pulsschlag? Ja. Der Puls ist auf jeden Fall wesentlich schneller und also der Schmerz im Gaumen, das ist. Ich kriege einen mit dem Finger. Wir verfolgen jetzt einfach mal jede Minute, wie sich der Puls entwickelt. Unter 10. Langsam kommt es im Magen. Mal den Blutdruck. Ich fühle mich auch ein bisschen schwummrig mittlerweile. Sehstörung. Ja, leicht läuft die Nase, also ganz leicht. Also die erste Träne, die kullert raus. Und wie man sieht, also das Sehen an sich wirkt auch immer fragmenthafter, also ein ganz bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Vielen Dank.
50-10-90. Okay, ich kann dir nochmal was zum Abwischen geben. Ja. Wie ist es mit Schwitzen? Also, Schwitzen vom Gesicht, Schwitzen am ganzen Körper? Also ich spüre gerade direkt nichts. Also der Körper ist schon aufgeregter. Ich spüre jetzt keinen Schweiß an sich, aber so als würde er schwitzen. Ja. Ja. Panik direkt jetzt nicht, so die Tendenz dahin schon. Stress auf jeden Fall. Stressreaktion. Ja. Jetzt, wir haben ja schon ein paar Minuten um. Der Gaumen, der brennt immer noch. Es brennt jetzt aber auch vor allen Dingen hier unten, in dem Bereich hier bis zum Magen. Denken ist ein bisschen fragmenthafter, teilweise ein bisschen schwummrig, aber es wird besser. Teilweise auch der Reiz, so ein bisschen zu husten. Also alles normale Reaktionen, die man da erwarten kann. Wir sind jetzt in Minute 7 nach dem ersten Biss. Ja. Das ist auch interessant zu verfolgen, wie geht es vom Puls her, was wir bisher gemessen haben. Der ist eher auch am Abfallen, wie er weiter ansteigen. Wir waren jetzt bei 110. Schlägen pro Minute. Aber Sie haben nicht das Bedürfnis, dass Sie jetzt Milchprodukte, irgendwas zum Beruhigen nehmen müssen. Sie kriegen das so mit hin. Ich kriege das hin, aber ich würde auf jeden Fall trotzdem was probieren, weil also ich habe das Gefühl, im Gaumenbereich bläht das auch fast schon auf. Es ist fast geschwollen, meine ich, weil es das so angreift. Aber Sie haben jetzt auch nicht so eine Speichelproduktion. Ich sehe es zumindest nicht, dass Sie ständig schlucken müssen. Also es ist schon eine gesteigerte Speichelproduktion. Ist jetzt nicht extrem störend, aber man merkt schon. Sie waren starke Speichel. Starker Speichelfluss. Auch zur Stressreaktion, ja. Und eben auch zu den Inhaltsstoffen mit passt, die einfach die Nervenenden völlig, völlig reizen. Ja. Bis zum Schmerzreiz. Ja. Also ich merke auch, ich habe das Gefühl, Der Schmerz zieht sich weiter runter, ein ganz bisschen Übelkeit, aber jetzt nicht so, dass ich weiter runter, also Richtung Magen, Oberbauch. Oberbauch, genau. Und das hier Speiseröhre entlang vom Gefühl. Speiseröhre war zwischenzeitlich zu spüren, aber mittlerweile ist es besser. Besser. Das heißt, jetzt haben wir Bereich Magen und Mund nach wie vor. Ja. Ja, vor allen Dingen oberer Gaumen, Vordergaumen. Ich würde. Sie dürfen gern was essen, aber dann ja auch sehen, ob das einen Effekt hat und wie der Effekt bitte ist. Also den Mund einfach schön lassen und das eben. In dem Moment, wo ich den ersten Löffel genommen habe, hat sich direkt der Gaumen extrem beruhigt. Also vor allen Dingen vorne. Ja. Es kommt zwar wieder zurück, aber in dem Moment war das auf jeden Fall. Aber erstmal ein sehr stark beruhigender Effekt, okay. Also mittlerweile, nachdem ich das hier Joghurt gegessen habe, ist der Schmerz erstmal im Mund fast schon erträglicher als im Magen. Aber mittlerweile kommt es auch im Magen an. Aber jetzt merkt man, wo es ein bisschen neutralisiert ist, dass auch die Lippen mittlerweile brennen. Da kann jetzt der Joghurt nicht so direkt hin. Für mich interessant zu sehen, doch wie stark Ihre Stressreaktion war. Ein deutlicher Pulsanstieg. Ne? Wir hatten einen Ausgangswert von 90. Waren dann bei 120 innerhalb von ein paar Minuten. Selbst nach 10 Minuten lag man noch bei 100, was eigentlich auch eher ganz gut immer mit ihren Schmerzen korreliert hat. Also jetzt auch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, Viertelstunde, 20 Minuten, nachdem ich den Chip gegessen habe. Man spürt es auf jeden Fall immer noch. Der direkte Schmerz ist vor allen Dingen durch den Joghurt, denke ich, im Mund weggegangen. Also man spürt es immer noch ein klein wenig, aber von Schmerz will ich ja nicht mehr reden. In der Bauchregion ist es aber immer noch ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich denke auch, wenn ich nicht in ärztlicher Begleitung wäre, wäre meine Reaktion auch ganz anders ausgefallen. Hätte ich noch mehr Angst, mehr Stress sicherlich auch gehabt. Und ich denke auch, dass ich währenddessen geredet habe, hat mich selbst auch ein wenig beruhigt. Aber empfehlen würde ich es unter keinen Umständen. Also es ist wirklich nicht zu vergleichen mit Schärfe, die man sonst so kennt. Also wenn man unbedingt eine Challenge machen möchte, dann bitte eine andere, weil ich denke schon, wenn ich das vor wenigen Jahren gemacht hätte, sähe meine Reaktion da vielleicht auch ganz anders aus. Wenn man jünger ist,
dann ist man da vielleicht auch viel schneller von weggehauen. Das war bei mir jetzt glücklicherweise nicht der Fall. Aber es hätte auch so sein können und deswegen nicht nachmachen.